Man hat mir immer nachgesagt, dass ich einen grünen Daumen habe, aber ich glaube, Deko haben so nachgesagt, dass er ein grünes Arschloch hat. Naja, besonders gut zum Düngen. Vielleicht wir uns zusammenbringen. Wir haben eine weitere Folge GTA Custom Maps hier am Start. Und zwar haben wir Wallride King Part Nummer 1 vom guten AJ Trooper eingeschickt. Danke fürs Einsenden und wir zocken zusammen mit Mabossa. Papa, Papi, Papa, Pau, was geht? Wallride King Part! Diesmal habe ich es geschafft, meiner Spielerfigur an den Eier zu crawlen. Ich habe ein bisschen dran gestreichelt, aber nur ein ganz bisschen. Er soll ja noch Kraft haben. Oh, ich kann sogar mein Auto streicheln. So, der erste Punkt ist erstmal hinten. Deko will schon wieder den Wallride fahren. Digga, ich fahr insta den Wallride. So. Dachte ich, okay, vielleicht sehe ich gleich in den ersten 30 Zentimetern schon irgendwas, was schwieriger ist. Weiß ich das schon mal. Der soll wohl richtig haarig sein. Ich bin gespannt, es geht um die Wallride-Krone. Das werden wir dann entscheiden. Ja, gucken wir mal. Also es Deko hat eine Stimme, ich habe eine Stimme. Ist dieser Wallride-König würdig? Ihr könnt ja zu Hause gegen eure Kollegen auch solche Duelle machen. Eine 10-Minuten-Challenge für die Wallride-Krone ist fast ein bisschen lächerlich. Hä, wohin? Ich muss jetzt mal schauen. Da fängt schon an. Okay, unten da musst du fahren. Ganz, ganz unten. Ganz, ganz unten? Ja, ganz, ganz unten. Oh, er hat's. Oh, ho, ho, ho. Leicht überdreht leider. Alter, ich bin direkt nach oben gezogen, da war nichts. Aber gesehen. Okay, ja. So, okay. Let's go. Soll ja auch alles nicht ganz so obvious sein, ne? Oh. Muchachos, ihr hört es vielleicht an unseren Stimmen. Wir sind beide etwas erkältet. Also ich ein bisschen mehr als Marvin, aber Marvin auch irgendwie Halsschmerzen oder sowas. Ja, jetzt hat es mich auch erwischt. Bitte seht uns das nach, auch wenn wir uns scheiße anhören, so. Oh, ich hab's das geschafft. Ist der crankeste Warrior sozusagen. Genau, das ist eigentlich der crankeste Warrior. Wir sind beide krank. Ich glaube, wir haben noch nie aufgenommen, als wir beide krank waren. Aber bei mir, wie gesagt, geht es. Halsschmerzen, er glänzt. Okay, und Krakeln geht trotzdem. Aber also das hier ist ja wohl relativ lächerlich, oder? Also richtig, also ne? Also das hier also, ist ja ne? Mal, also so Warrior King mäßig ist das ja hier mal so. Ne? Würde ich fast sagen. Nette Umschreibung. Soll das ein Hindernis-Wallride sein? Ich weiß es nicht. Mr. Er glänzt AJ auf jeden Fall nicht Sie ganz aber so. Die Daumenschrauben ein bisschen anziehen, ey. Wahrscheinlich ist ganz am Ende so eine richtig asoziale, schwierige Sache und davor alles so richtig pimmelmäßig. Genau, wir sollen ja sogar, glaube ich, am Ende einfach nur umdrehen und zurückfahren. Na was? Willst du sogar wieder zurückfahren? Ich hab gelesen, am Ende in der Röhre umdrehen und zurückfahren. Ah, oh nein, oh nein. Also bis jetzt war noch nichts Schwieriges da. Ich weiß nur nicht, ob da... Nee, aber wir sind doch das Hindernis. Wir sind das... Ja, okay, das... Ich fahr jetzt ganz langsam. Wow, Alter, ich hab mich ja fast gedreht. Wieso fährst du langsam? Hör auf damit. Lol, was ist das? Ich seh nix. Bist du auch beim Weißen? Fährst du langsam, hör auf damit. Oh, beim Gelben raus! Okay, wir sind am Ende angekommen. Das war's. Jetzt heißt es U-Turn und zurück. Ich warte hier auf dich. Ich bin ja echt gespannt, ne? Also, oh Mann. Soll also, ich? Wenn ich fahre! Alles von vorne. Alles nochmal von vorne, hier ist kein Punkt. Scheiße, wo müssen wir raus? Ich hab nicht nachgeschaut, wohin? Hä? Ich hab nicht nachgeschaut, wohin. Wie, wohin? Ja, wo raus? Wo raus? Ja, muss doch wieder ein Punkt geben, wo wir rausfahren müssen. Ja, also ich nehme mal an, wir müssen zurückfahren, ne? Aber... Dass du deswegen jetzt direkt am Anfang schon verkackst, warum tust du das? Hallo, ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren, Meister. Ja, aber das Problem ist ja, jetzt kommt uns entgegen. Jetzt hast du es schwierig gemacht. Ich hab nicht verkackt. Oder zumindest, das ist schwierig, aber eine Schwierigkeitsstufe hinzugefügt. Hä, ich hab doch gar nicht verkackt. LOL! Nicht? LOL, du bist mir gerade bei mir unten rausgefahren. Lol, ich hab verkackt jetzt. Ja, ich bin rausgefahren. Nein, jetzt komm ich dir entgegen. Was? Hey, hallo! Ich hab nicht aufgepasst und hab mich bei der Spirale, bei der Richtungswechsel überdreht. Okay, wo müssen wir hin, Baby? Wo müssen wir hin, Baby? Also, nehm einfach an, du musst einfach nur zurückfahren. Okay, ja, wir werden sehen. Nee. Kann nicht sein, weil da müsste der Punkt ja schon einsammelbar sein am Ende, am Anfang.
Okay, ich. Ich will ja nicht gegen dich fahren. Alter, ich fahr um, ich fahr um! Ich fahr um, ich fahr oben! Alter, war das close! Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich fahr oben und du fährst auch nach oben! Richtiger Lappen! Ich war gerade ein bisschen verwundert davon, dass ich fast rausgeflogen wäre, weil ich mir die Umgebung angeguckt hab. Das ist doch bestimmt hier, oder? Also, ich hab. Nein! Ich hab verkackt! War jetzt, ne? Ja. Ich fahre auch auf! Jetzt bin ich gespannt. Muchachos, können wir es jetzt bei mir sogar schon. Ist bei dir auch die dritte, ne? Ich glaube schon, ja. Oh. Können wir es beim dritten Try schaffen? Wir haben noch 2 Minuten für die 10-Minuten-Challenge. Vielleicht. Oh! Oh! Ich weiß nicht, wie viel danach noch kommt, ne? Aber. Vielleicht schaffen wir es noch. Ansonsten muss man sagen, wir haben uns echt dämlich angestellt. Aber Muchachos, Beschreibung ist der Link zu dieser Map. Zockt sie auch. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schönes Übungsmaterial für Wallrides. Ja. Schauen wir mal schön locker durch. Oh. Nicht schon wieder derselbe Wallride jedes Mal, Alter. Echt? Ja, bei dem blauen Wallride, der auf die Straße kommt. Okay, bleib stehen. Ich will nicht, jetzt werden von dir weggepfeffert werden. Ey, das kann nicht. Immer, weil ich an der Stelle. Ich bin jetzt gleich da, deswegen fahr bitte jetzt nicht los. Doch, ich fahr schon. Und ich bin rausgefallen. Oh Mann. So, ich komme jetzt nämlich. Ein bisschen liegt es an der Krankheit und ein bisschen daran, dass ich total unkonzentriert bin, weil ich glaube, der Wall ist einfach ein Stückchen zu easy. Ein Stück zu easy, dass man so unaufmerksam wird, dass man einfach verkackt. So, okay. Ich bin jetzt an der Stelle, wo wir uns fast rausgekickt haben. Du fährst ja wieder. Was bist du für ein Assi? Ich fahr oben. Ja, hab ich doch gesagt. Ich fahr oben. Das ist echt, echt hardcore Assi. Ich hab mich überdreht. Oh, zum Glück. Was für zum Glück, Alter! Richtig peinlich, ey. Bist du jetzt bei dem roten Ding? Oh! Oh! Okay, ich bin drauf! Auf dem nächsten Zug. Wallride. Ich hoffe, ja. Okay. Ich bin jetzt auf der Street. Gut. Mal schauen, was hier noch so kommt. Einer von uns geschafft? Ja, es ist ja noch nicht vorbei. Ja, ich denke mal. Oh, oh mein Gott. Kommt doch nicht mehr. Okay, hier nach oben. Ja. Hilfe! Ja, hier. Darfst du? Was ist denn das? Übrigens verkackt. Oh, das ist der Punkt! Ja! Nice one. Oh, finally! 10 Minuten sehr verkackt, schön. Ja. Na komm, wenn schon, denn schon. Hättest du das Ganze denn ohne Punkt machen können? Ich bin diese Map hier nicht in 10 Minuten geschafft habe, ey. Das ist. Ich schieb's auf die Krankheit, Mutter, ich bin krank. Ja, wir sind alle krank und wir fahren ins Ziel! LOL! Okay. Warte, kann ich ihn wieder wegmachen? Ja. Und? Kommt da irgendwas? Ah! Ich wollte da reingleiten, hat nicht funktioniert. Warte mal, vielleicht nochmal. Hab ich wieder einen Fallschirm jetzt hier? Hallo? Hallo, Fallschirm? Ja, das ist jetzt schon ins Ziel, oder was? Ich versuche es auf jeden Fall. Es wird aber schwierig. Okay, ich fahr gerade wieder auf den Weißen auf. Ich hab keine Kontrolle! Ja! Reingeklatscht! Im Ziel, schau dazu. Ich will die eine Stelle noch schaffen, wo ich jetzt jedes Mal verkackt habe. Okay, ein bisschen Zeit hast du ja noch, aber ich glaube, das wird schwierig. Ja, aber ich muss sagen, dieser Wallride war auf gar keinen Fall Wallride King würdig. Muchachos, wir sehen uns gleich bei Rennen Nummer 2. Zum Abschluss ein Transform-Rennen und leider hatte Deko das letzte Rennen nicht mit aufgenommen. Der Klassiker. Nein! Er glänzt, er glänzt. Muchachos. Ihr könnt nicht sehen, wie ich meinem Charakter an den Eiern rumgespielt habe. Dafür das tut mir wahnsinnig leid. Also der Ziegenmann hat den Eiern rumgespielt. Wird mir wahrscheinlich noch den Arsch versohlen. Der kommt! Outplayed, Bitch. Oh fuck. Der NPC stand im Weg, so ein Wichser. Okay, nach links. Nach links. Hallo! Digga, komm ich da nicht rüber oder was? Du musst da mit Skill da rüberfahren. Mit Skill! Sandking kann überall rüberfahren. Oh. So. Ich hab Angst gehabt, dass du mich wegkickst. Ich war doch gar nicht da. Ich hab nie nach hinten geschaut. Lol, scheiße. Lol, du bist auch verkackt. Ich hab auch verkackt. Okay, jetzt machen wir es ganz langsam. Die Ecke da ist unsauber gesetzt, das ist wahrscheinlich Absicht, aber
Das macht's nicht leichter. Oh. Zack. Hoppala. So, jetzt aber. Und dos, tres. Jetzt mit Ruhe und Verstand Marvin an den Popo gefasst. Was? Ich sehe nicht mehr. Gerade auf Twitter, auf Instagram wegen dem einen Bild da mit Keuter, wo ich ihn fast geküsst hätte. Ach so, das. Was nicht stimmt. Eigentlich hat Keuter mich fast geküsst. Das ist, für diejenigen, die es nicht wissen, auf Instagram ist ein Bild aufgetaucht von der Silvesterparty. Aha. Wo ich einem Kumpel quasi, ich hab mich nicht bewegt, kein Stückchen. Und der Kumpel hat so getan, als würde er mich küssen. So, und dann kam er so, ist Deko schwul und so? Nein, ich bin natürlich nicht schwul. Aber selbst wenn ich schwul wäre, ist ja nicht so, als wäre ich dann letzten zwei Jahre dann uncooler gewesen oder so. Muss man dazu sagen, ne? Aber hallo, doch, du warst schon immer uncool, also. Überhaupt nicht uncool, Digga. Oh! Zack! Aber nein, ich stehe nicht auf Pimmels. I don't. Was? Hab ich gerade gehört, du stehst auf Pimmels? Ja, scheiße. Nein! War wieder verkackt. Habe ich gerade gehört, dass Marvin verkackt hat. Ich hätte es auch schaffen können. Habe ich einfach die dickeren Eier? Selten dämlich. Oh. Was ist das? So, Alter. Ey, das ist schon wieder so eine Assi-Stelle hier jetzt. Da habe ich mich einmal abgesetzt und das ist so eine Fickstelle. Wo ich nicht weiterkomme, wo Marvin dann wieder aufholen kann. Das ist totally unfair. Ja, ich bin doch noch Lichtjahre hinter dir. Ja, naja. Lichtjahre sieht anders so, aus, als wenn ich sehe dich sogar. Hi! Oh, lol, ich hatte gar nicht verkackt, ich weiterfahren können. Oh. Ey, please! Ja, genau das ist es halt, ne? Okay. Aber der macht das langsam, der Junge. Langsam! Ja, Marvin guckt sich ab. Misa Cheetah! Hallo, das ist die japanische Logik, ja? Oh, eigentlich ist es chinesisch, oder nicht? Brauche ich die Chinesen alles nach? Die asiatische Logik, so. Jetzt hast du aber eine ziemlich große Volksgruppe, glaube ich. Nein! Ey, please! Immerhin, die Asiaten sind immerhin ein paar Milliarden, also. Die Asiaten sind halt so! Ja, das kommt vor, ne? Kopierer. Aber ich kann nicht mal, ich wollte hier gerade eine schöne Annäherungsmedia hinlegen, es geht ja nicht mal. Und so, ne? Was ist falsch bei dir, Alter? Das kommt ja nicht von ungefähr. Wieso stellst du Annäherungsminen aus? Also, wieso ist kein GTA-Modus? Weil das ein Transformrennen ist! Das ist ein Transformrennen? Ja! Ich habe bisher auch noch nichts gesehen, aber es sollte eigentlich ein Transformrennen sein. Wahrscheinlich ist es nur Transformrennen, damit man keine Waffen benutzt. Ganz am Ende. Ja, lol. Okay, da ist was Transformmäßiges. Zack, jetzt, wo muss ich hin? Okay, nice one. Deko kann fliegen. Digga, doch nicht schon wieder! Was ist denn hier los? Ich kann's ja nicht sehen. Bist du gerade am Verkacken oder was? Digga, zum dritten Mal jetzt schon an der Stelle. Ich bin immer bei der Brücke da. Lol. Finde ich gut. Hä, wie komm ich? Hä? Digga, schon wieder? Was ist denn sein Begehr hier, Alter? Okay, wir haben jetzt vier draus gemacht. Vier? Machen wir die Hand voll. Komm schon, ich muss ein bisschen nach vorne. Digga, was ist... Machen wir fünf draus. Das ist ja einfach... Mein Auto kann einfach fliegen, Alter. Komm! Oh. Ich weiß aber nicht. Ja, runter da. Wir fahren jetzt einfach so rüber. YOLO. Rum. Da habe ich gehört, Marvin schummelt. Nein, ich habe es jetzt anders einfach gemacht. Aha, Marvin schummelt. Kein bisschen schummeln. Und Transform Bootrennen. Hörst du geschummelt, wenn du es anders gemacht hast? Kannst du dir anschauen? Das war einfach glänzend. Aber muss ja klar sein, dass Deko wieder Angst kriegt, ne? Mach ich eh nicht. Als ob ich jetzt so neugierig darauf bin. Digga, jetzt ist hier Bootrennen. Boot ist so langweilig, Alter. Und es geht Ewigkeiten. Eieiei. Boot. Ich fahre auf meinem Schifferboot. Ob hier wohl irgendwo ein Schleusenwärter sitzt? Auf dem Waggon. Marvin, meinst du, bei GTA gibt es Schleusenwärter? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, zwei Stück sogar. Alter. Die sind in ihrem Häuschen und machen den ganzen Tag nicht. Eine Hommage an alle Schleusenwärter dort draußen. Das kommt so aus LOL-Zeiten, der Schleusenwärter, ne? Glaube da habe ich eiskalt meine Doku gesehen, wobei sich jetzt fragt, wem langweiliger sein muss, dem Schleusenwärter oder mir, wenn ich mir Doku über Schleusenwärter angucke. Aber eine Doku gesehen und die haben Schleusenwärter gezeigt und der Dude meinte, der sitzt an so einem kleinen Seitenarm von so einem Fluss an seiner Schleuse und meinte, irgendwie am Tag kommt irgendwie ein Schiff vorbei oder sowas. Und er sitzt da eiskalt 8 Stunden am Tag und es kommt ein Schiff vorbei, wo er mal arbeiten kann und den Rest der Zeit sitzt er am PC und macht nichts.
Ja, geile Arbeitszeit, ne? Was ist los? Ja, aber ist ja auch nicht so, dass er irgendwie einen coolen, wahrscheinlich nicht mal Internetanschluss da oder einen coolen PC oder so, einfach so einen richtigen Windows 95 Rechner. Richtig armer Mensch eigentlich. So, bevor du musst den ganzen Tag so einen sinnlosen Job machen. Bicycle! Ja, der Beruf eines Schleusenwärters. Muchachos, wenn ihr chillen wollt, dann werdet Schleusenwärter. Ihr müsst natürlich in der Nähe eines Flusses leben. Aber ich glaube, irgendwann ist selbst das ausgelutscht. Obwohl in Zeiten des Internets und des guten PCs kann man sich da bestimmt noch gute Zeit vertreiben. PC, vielleicht muss man halt selber investieren, ne? Muss man sagen, okay, Leute, hier passt eh keiner auf, weil es kein Arsch interessiert. Ich stelle mir hier meinen eigenen PC hin und zocke den ganzen Tag und werde bezahlt. Eigentlich könnten alle Schleusenwärter richtig easy einen YouTube-Channel aufmachen. Die machen einfach Let's Plays nebenbei. Ja, das wäre so perfekt eigentlich. Und zwischendurch können sie vloggen, wie sie ein Schiff durchwinken. Perfekt. Super Kombi. Also, Muchachos, wenn ihr auch mal YouTuber werden wollt, guckt euch mal den Beruf des Schleusenwärters an. Wäre interessant. Freizeit erglänzt. Natürlich müsst ihr euch einen Fluss aussuchen, wo nicht so wenig los ist. Ne? Also, wenn ihr jetzt irgendwie die Elbe nehmt oder sowas, dann ist da wahrscheinlich ein bisschen mehr Verkehr. Als wenn ihr irgendwie einen kleinen Seitenarm von der. Weiß ich nicht. Was gibt's für Flüsse? Kein Arsch, kein Flüsse. Isar oder so? Es gibt die Isar. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Und auch die große, das weiß ich auch nicht. Bei Stadt beim Fluss habe ich auch immer Fluss gehasst. Ich musste immer nur rein in den Po. Also, ne, diese Abkürzung. Oh, 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 oh! Rein in den Po, das mag Marvin Aho. Aber ich muss sagen, also, dieses. Rennen mit dem Schiff ist schon ziemlich lame, aber so stelle ich mir auch den Job des Schleusenwärters Ich hab's halt gerade ein bisschen mit der Schleusenwärter-Story versüßt. Jetzt bin ich gerade am Golf-Caddy fahren. Boah, das macht's natürlich nicht besser. Das habe ich mir auch gedacht. Und es geht auch immer nur weiter. So. Ich fahr hier mit dem Caddy und es sind keine Hindernisse, keine Rampen, gar nichts. Oh. Aber wenn du den Caddy da hast, dann können wir direkt mal den Kräutergärtner vielleicht da reinbringen. Oh, der gute Kräutergärtner. Also Kräutergärtner und Schleusenwärter hier treffen auf diesem Map. Oh, der Kräutergärtner, das waren Zeiten damals noch, ey. Ein Kräutergärtner hat auch ein bisschen mehr zu tun. Also der muss ja wirklich auf seine Kräuter da aufpassen. Ja, ja, ja. Kräuter sind zimperlich, was die alles angeht. Man hat mir immer nachgesagt, dass ich einen grünen Daumen habe. Aber ich glaube, Dekon so nachgesagt, dass er ein grünes Arschloch hat. Ja, ja. Besonders gut zum Düngen. Vielleicht können wir uns so zusammentun. Alter, wir könnten auf jeden Fall so einen Blumenladen aufmachen. Ja. Du kümmerst dich um deinen Blumenladen. Muchacho, schreibt doch mal in die Kommentare. Denkt euch einen Namen für den Blumenladen aus. Von uns beiden. Marvin mit dem grünen Daumen, ich mit dem grünen Arschloch. Und jetzt will ich Namensvorschläge haben. Wir werden die ersten YouTuber sein, die sich nicht mit Musik selbstständig machen oder indem sie Bücher schreiben lassen oder sowas. Wir machen einen Blumenladen auf. Also ich bin ein ja Online. Nein, nein, nicht Blumenladen. Das wäre zu low gegriffen. Ne? Wir machen einen Online-Blumen-Versandhandel auf. Ja? Aber wir nennen uns Grünes Arschloch und Söhne. Du bist jetzt mein Sohn, oder was? Ja, wieso bist du Grünes Arschloch? Nachnamen kommen doch da rein. Wir müssen uns einfach dann umtaufen lassen. Nee, nee, die Namen sollen sich ja die Muchachos ausdenken. Ich will was Lustiges hören. Vielleicht was dabei. Also, wenn wir einen coolen Arschloch Namen finden, machen wir vielleicht echt einen Blumenhandel auf. Oder Muchachos, wenn einer von euch mit dem Gedanken spielt, einen Blumenladen aufzumachen, könnt ihr euch natürlich auch von den Namen, die hier vorgeschlagen werden, unter dem Video inspirieren lassen. Ne? Ich sag mal, die Muchacho Army ist sehr kreativ. Da können bestimmt schöne Sachen rauskommen. Da bin ich auch sehr, sehr sicher. See? Da wird auf jeden Fall kein Fäkalienhumor da drin sein. Null. bestimmt kein bisschen. Erst recht nicht, weil der eine Teil der Besitzer ein grünes Arschloch hat. Warum soll da Fäkalienhumor sein? Oh, oh. Oh, oh. Hat er mich ausgetrickst. Ich bin jetzt übrigens im Sand King. Ach, bist du schon wieder im Sand King? Aber warum diese Strecken? Also diese Map ist nicht von einem Muchacho erstellt. Wieder Man eine merkt. Spanische Map. Dos auch culo. Ja, der Spanier, der es erstellt hat, war auch ein culo, würde ich sagen. Was heißt Vielleicht culo ist er ja ein spanischer Schleusenwärter und hat das in seiner Freizeit gemacht. Hat gerade erst angefangen. Wird noch besser. Hat gerade gemerkt, dass er viel Zeit hat. Wah! Wah! Okay, hier ist wieder eine Verwandlung. Bitte nicht wieder zum scheiß Golf-Caddy, Alter. Rasiere ich aber gleich noch den Arschloch von dem Schleusenwärter hier. Nein, Centorno haben wir hier am Start. Centorno, oh, das ist geil. Und am Flughafen sind wir. Aber es ist schon wieder Flughafen langfahren mit Centorno, ne? Ist ja. Also,
Also ganz im Ernst, ich bin sehr froh, Muchachos, dass wir uns ein paar sehr gute Leute rangezüchtet haben, die coole Maps bauen und sehr kreativ sind und sich immer Sachen ausdenken, weil das hier ist ja hier echt, also... Oh! Ich will jetzt nicht ins Gesicht treten, ne, aber ah! ein bisschen anstrengen muss man sich schon. Oder ein wenig. Ich kann nur gerade hier. Was ist falsch also bei dem Herrn? Ich bin gerade mit dem Sand King 8 Lichtjahre weit weggesprungen. Ja, das ist mir auch passiert. Übers Dach hinweg, ne? Ja. Ich bin auf dem Dach noch gelandet, aber bin rübergerutscht. Ja, Dito. Wahrscheinlich sah es einfach genau gleich aus. So, richtiger Spiegelmann. Ich bin jetzt nur noch einen Punkt weiter vor dir. Ey, wie viele Punkte kommen hier noch? 5 noch. Oh. 5 Punkte noch! Oh. 4! Oh. 3! Oh. Jetzt nochmal ein Wechsel. Sogar noch ein Wechsel! 2! What? Wer wird eigentlich den Kampf gewinnen? Der Schwarzwälder oder der Kräutergärtner? Oh, das ist eine gute Frage. Boah, es wäre jetzt richtig cool, wenn irgendjemand sich die Mühe machen würde und so einen kleinen Comic zeichnen würde von einem Kampf. Von einem Kampf zwischen Kräutergärtner und Schleusenwärter. Das wäre cool. Epische Kampf. Also Schleusenwärter, was können Schleusenwärter für Waffen haben? Was können Kräutergärtner für Waffen haben? Also Kräutergärtner haben auf jeden Fall die Macht der Kräuter. Also irgendwelche können dich betäuben, geben dir irgendwelche Vergewaltigungskräuter. Aber der Schleusenwärter, er kann ja nicht mal Muskeln haben oder so, weil er den ganzen Tag nichts macht. Er ist einfach, aber warte, vielleicht ist der Schleusenwärter so ein Übermutant, weil er den ganzen Tag nur am Pumpen ist. Oder er ist ein IT-Fachmann. Oder so. Also ich habe keinen Plan, wie ich aufs Parkhaus rauskomme. Ich fahre jetzt einfach nochmal ins Parkhaus rein. Nein, reinspringen. Da ist nichts zum Reinspringen. Also du kannst gerne gucken, bei dem Sand, du kommst niemals irgendwie dahin gesprungen. Na okay, nee, hab's auch gerade versucht. Sieh. Leider nein. Deswegen ist es sogar einfach nur, er hat nicht mal irgendwie eine Rampe gemacht, dass man hier hochspringen kann und muss eiskalt hochfahren. Also. Der Mapperbauer, also, hol dir mal einen richtigen Job. Also please, ey. Ich glaube, das Schleusenwärter sein hat nicht gut getan. Zack. Wir haben, und ich kann nicht mal eine Annäherungsmine oder sowas legen, um Marvin zu verarschen. Oh, zum Glück. Oh, ganz... Ich mal. Verkeckt? Kann man. Marvin ist echt halt vor mir. Beim hier raufspringen habe ich verkeckt. Nein! Ja! Nein! Hä, Digga, wie soll man da überhaupt hinkommen? Da muss man da richtig mit Schwackes, mit Schwung schräg rüberspringen. Ja. Und hat einfach nur. Wahrscheinlich hat einfach nur eine Rampe vergessen. Bei den anderen Dingern sind überall Rampen. Nein! Oh, das ist gar nicht so einfach. Wenigstens noch mal ein kleines Leckerchen. Das ist echt nicht. Vielleicht geht es auch einfach gar nicht. Warum sollte das. Es geht einfach nicht. Die Map kann nicht beendet werden. Oh. Einfach vielleicht vorher? Nein! Das habe ich auch gerade gemacht, aber bei mir hat es. Nein! Ich war drauf und dann rutsch ich runter. Lol. Alter, das sieht gut aus. Nein! Ich rutsche! Warte, ich kick dich! Warte, bleib genau da! Bleib genau da! Sand King, Alter, was ist das für ein Geländewagen? Bist du noch da? Nein, natürlich nicht. So. Digga, aber wie geht der? Warte mal, ich hol mal Anschwung da von hinten. Ja, hier, Anschwung holen und jetzt rüber! Ich komm auf dem Parkhaus, weißt du? Geschafft? Alter! Aber ja, nicht unbedingt gekonnt. Aber geschafft, reicht das schon. Aber geschafft. Er springt! Nee, Anschwung war keine so gute Idee. Nee, du musst vorher einfach rausspringen. Vorher. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Aber ich habe noch nicht den richtigen Punkt gefunden. Aber jetzt fährst du eh ins Ziel. Ja, ich schau mir das noch einmal an. Will mir noch einmal ins Fäustchen lachen. Zack. Jetzt raus hier, genau so. Stop. Es sah aber gar nicht so schlecht aus. Guck mal, das komplette Rennen war ich erster, ne? Das ist just usual story of Deko's Life. Deko's Life. So, wir fahren rein. Hört nichts. Ein paar nette Gedanken haben wir heute ja gespreadet. Deko, nochmal die letzten Worte. Willst du noch einmal versuchen? Komm, einfach versuchen. Muchachos, schickt uns auf jeden Fall so einen Comic. Ich will, dass sich irgendwer da ransetzt und Comic. Wir haben so viele begabte Zeichnerinnen in unserer Community. Zeichner und Zeichnerinnen. Da wird doch irgendjemand dabei sein, der so einen kleinen, weiß ich nicht, 4 oder 5 Bilder Comic zeichnet. Können auch ganz viele sein. Die einen vielleicht
postet ihr drei Bilder zu dem Comic und dann macht irgendwer anders weiter, ne? Wäre auch cool. Würde ich daraus so ein kleines Community-Projekt entwickeln. Sex, sex. Oh. Also, Jakob, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis morgen. Danke. Bye, bye.